Jorge Macchi, italienischstämmiger Argentinier, befasst sich schon seit vielen Jahren mit der Ökonomie von Städten. Und ihn interessieren auch die Verkehrssysteme, speziell die Flüsse, die Seen, weil diese, sage jetzt mal, geografischen Ausgangssituationen häufig eigentlich der Grund war, um an diesem bestimmten einen Ort eine Stadt zu errichten. So auch in Zürich, ne? Also der See, die Limmat, die Sihl, diese geografischen Rahmenbedingungen sind sozusagen die Ausgangssituation für die Stadtgründung gewesen. Und kein Wunder, befasst sich Macchi auch hier wieder mit der Geografie der Limmat. Er hat diesen Fluss nochmal in eine neue skulpturale Form gebracht, hat die Topografie dieser Linienführung durch die Stadt hindurch vermessen und hat das in ein 9 Meter langes Betonkunstwerk gießen lassen.